Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was mit Schweinefilet und mit Spargel, weil die Spargelzeit geht los. Und wir machen gefülltes Schweinefilet mit Spargel. Sowas aber auch. Was wir noch alles brauchen, seht ihr wieder jetzt. Also kommt mit. Und hier haben wir unsere Zutaten. Welch ein Wunder. Schweinefilet und Spargel. Wir haben noch ein bisschen mehr. Wir haben noch Bacon, Parmesan. Wir haben hier ein bisschen Braunzucker, Balsamico und Salz und Pfeffer. Mehr brauchen wir heute gar nicht. Wir brauchen noch eine Pfanne. Wir brauchen noch ein bisschen Metzgergarn. Und was wir damit anstellen, das seht ihr natürlich wieder jetzt. Wir machen jetzt den Grill an, lassen ihn ein bisschen vorheizen und dann legen wir erstmal mit dem Schweinefilet los. Müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. So, jetzt haben wir hier unser Schweinefilet liegen. Da haben wir natürlich noch die Silberhaut dran, die muss weg. Und hier so ein paar Fetzen, die machen wir uns noch weg. Und was wir auch machen ist, wir nehmen uns den Kopf hier oben ab. Das kennt ihr ja bei mir schon. Ein bisschen hier noch rein. Wir wollen nämlich ein gerades, gleichmäßiges Stück, also ungefähr bis hier und bis hier vorne hin. Wir nehmen uns den Kopf hier schon mal so ein bisschen ab. Dann gehen wir so bis hier hin. Das sind die Grillerstücke dann am Ende. Und hier hinten, da wo es dann wieder dünner wird, da gehen wir auch so bis hier hin. Und das Stück hier, das trimmen wir uns jetzt noch ein bisschen und dann geht's weiter. Ich mache jetzt erstmal die Trimmerei und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben das so weit runtergetrimmt. Und wer meinen Kanal kennt, weiß, was jetzt passiert. Wir schneiden uns die jetzt auf und klopfen die ein bisschen, dass wir mehr Fläche zum Füllen kriegen. Und dafür gehen wir jetzt hin und schneiden erstmal in der Mitte runter. Nicht durchschneiden. Ihr könnt auf der Seite gucken, wie weit die runterkommt. So, jetzt könnt ihr das ein bisschen auseinanderdrücken. Und jetzt geht ihr hin und schneidet hier nochmal so eine Tasche rein, ungefähr in der Dicke, die ihr runtergeschnitten habt. Und passt jetzt wieder auf, dass ihr nicht durchschneidet. So, das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Und dazu bietet sich immer ein schön scharfes Messer an. Das macht das Ganze einfacher. Macht es aber auch einfacher, in die Finger zu schneiden. So, jetzt haben wir uns das Ganze so ein bisschen aufgeschnitten. Das langt uns aber an Fläche noch nicht. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Gewalt bearbeiten. Seht ihr jetzt. So, jetzt haben wir das Ganze hier in so eine Folie gepackt und haben jetzt hier unseren etwas kleinen Meinungsverstärker. Dem geben wir jetzt noch ein bisschen, tun uns das so ein bisschen platthauen. Ich erspare euch aber den Krach. Wir sehen uns gleich wieder, so wie es aussehen soll. So, und jetzt haben wir uns ein bisschen mehr Fläche erarbeitet. Ihr seht jetzt, wie breit das Ganze geworden ist. Da passt nämlich jetzt gleich ein bisschen was rein. Jetzt ist der Grill warm, jetzt geht es aber erstmal in der Pfanne los und dann treffen wir uns hier gleich wieder. Wir gehen jetzt erstmal in den Grill. So, unser Grill ist warm. Wir stellen jetzt hier unsere Pfanne rein und da lassen wir uns jetzt gleich den Bacon aus. Kommt rüber, machen wir zusammen. So, währenddem die Pfanne warm wird, geben wir hier schon mal den Bacon rein. Wir wollen jetzt den Spargel gleich in dem Baconfett ein bisschen anbraten. Und wir wollen den Bacon natürlich auch noch weiterverwenden später. Deswegen lassen wir uns den jetzt schön in der Pfanne erstmal aus. Dafür braucht ihr jetzt nichts weltbewegend Schönes an Bacon. Das muss jetzt auch nicht schön aussehen oder sowas. Wir brauchen nur den Geschmack am Spargel und so Baconbrösel später. Deswegen, da könnt ihr einfach günstigen Bacon nehmen. Nichts Besonderes. So, und während unser Bacon sich gerade etwas auslässt in der Pfanne, haben wir jetzt hier noch unseren Spargel, den wir ein bisschen vorbereiten müssen. Ich habe den gerade ein bisschen abgewaschen, also gar nicht grob irgendwie bearbeitet. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, hier unten dieses Holzige loszuwerden. Manche Leute fühlen, schneiden es da ab, manche gehen hin und gucken dann einfach, wo bricht's und nehmen das jetzt weg. Ich breche gerne, könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt erstmal mit denen und dann sehen wir uns wieder. So, unseren Spargel haben wir fertig vorbereitet. Der wandert jetzt gleich nochmal in die Pfanne.
Wenn der Bacon fertig ist, treffen wir uns da wieder und dann geht's direkt los. Den Bacon holen wir uns dann raus, müssen wir auch noch ein bisschen bearbeiten. Seht ihr alles. Also gleich schon in der Pfanne, sehen wir uns wieder. So, unser Bacon ist jetzt schön kross geworden, hat ein bisschen Fett ausgelassen, genau das wollten wir. Den holen wir jetzt raus und legen uns den nochmal auf den Zeber, dass er ein bisschen abtropfen kann noch. Und dann tun wir ihn noch ein bisschen weiter bearbeiten. Aber jetzt kommt gleich erstmal der Spargel in die Pfanne. Erstmal hier Becken raus. Und jetzt geben wir hier unseren Spargel rein. Und den braten wir uns jetzt nochmal kurz an. Unser Spargel ist jetzt gerade ein bisschen am Anbraten. Jetzt nehmen wir hier unseren Speck und tun uns den schön klein nochmal schneiden. Dann können wir auch schon anfangen, unsere Lende zu füllen. Wir nehmen jetzt direkt den Bacon hier und verteilen uns den jetzt hier drinnen. Lasst am Rand immer ein bisschen Platz, wenn ihr das rollt. Jetzt haben wir unseren Bacon hier drauf schon verteilt. Jetzt kommt hier nochmal ein bisschen Parmesan. Den reiben wir uns jetzt auch nochmal hier rauf. Spart da nicht mit, der soll einen richtig schönen Umami-Geschmack hier noch reingeben. So, ich würde sagen, das langt erstmal ein Parmesan. Jetzt muss gleich noch der Spargel fertig werden und der wandert dann noch mit hier rein. Den Spargel immer mal wieder wenden, der soll von allen Seiten schön Röstaromen bekommen. Schön gleichmäßig. Ich habe den jetzt schon zwei, dreimal gewendet. Gar nicht zu lange auf einer Seite immer lassen. Der soll nicht verbrennen. Und jetzt gleich geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Geschmack. So, unser Spargel hat jetzt schön Röstaromen ringsherum bekommen. Und jetzt löschen wir das Ganze ab mit einem schönen Balsamico. Dazu geben wir noch ein bisschen braunen Zucker. Und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt wenden wir den da drin schön noch mal ein bisschen. Unseren Spargel. Und lassen den jetzt noch mal ganz kurz da drin ziehen. Und dann holen wir die Pfanne runter. Und dann geht es an der Schweinelende weiter. An unserem Filet. So, unser Spargel ist jetzt soweit fertig. Den holen wir jetzt runter. Dann geht es am Schweinefilet weiter. Das müssen wir jetzt noch fertig füllen. Und dann wandert das Ganze hier wieder auf den Grill. Da treffen wir uns jetzt aber wieder. Erstmal zu Ende bauen das Ganze. So, jetzt haben wir hier unsere Schweinelende und hier unseren Spargel. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch da reinkriegen, den Spargel. Schauen wir mal, ob wir alle reinkriegen oder ob ich ein bisschen zu viel gemacht habe. Gucken, dass wir von der Länge her alle gleichmäßig reinlegen. Also ich würde sagen, von der Masse her passt das genau. Von der Länge her passt das super. Das Ganze müssen wir jetzt noch rollen. Das machen wir jetzt. So, und dann fangen wir mal an zu rollen. Und dann fangen wir einfach an mit der etwas dünneren Seite. Und rollen uns jetzt schön hier zusammen. Und ihr seht, das ist jetzt von der Menge her wirklich genau richtig. So soll das sein. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch binden. Da bin ich wiederum nicht der Spezialist für. Da gibt es Leute, die können das viel besser wie ich. Die dürfen das auch besser machen wie ich. Ich mache das jetzt einfach viermal mit einzelnen Fäden. Ihr dürft das auch mit einem Faden machen. Also jeder, der das kann, darf das. Ein Tipp, immer doppelt am Anfang und dann geht euch das nicht mehr auseinander und dann könnt ihr jetzt einfach den Knoten fertig machen. Und was wir jetzt noch machen ist, wir tun diesmal das Schweinefilet von außen nicht überwürzen. Wir gehen jetzt einfach hin und salzen und pfeffern das von außen. Mehr machen wir gar nicht. Wir wollen den Geschmack diesmal von innen haben. Und dann pfeffern wir das Ganze noch. Und damit ist unsere Lende fertig und die darf jetzt auf den Grill. So, unser Grill ist ja noch am Laufen. Wir haben jetzt hier links einen Brenner an, rechts einen Brenner an, sind so bei ungefähr 150 Grad im Grill. Das ist für sowas
Perfekt, würde ich sagen. Also wenn ihr euch unsicher seid bei sowas, 150 Grad ist immer ganz gut. Jetzt legen wir das Ganze hier in den indirekten Bereich. Und jetzt warten wir, bis das Ganze fertig ist, bis zu der gewünschten Kerntemperatur. Da könnt ihr wieder entscheiden, wie ihr das haben wollt. Ich verlinke euch unten meine schöne Tabelle, wo ihr sehen könnt, welche Kerntemperatur was ist. Der eine mag es gern rosa, der andere mag es gern durch. Dürft ihr entscheiden. Ich gebe euch da nichts vor. Schaut unten nach und am besten nehmt ihr immer ein Einstechthermometer oder zum Beispiel einen Mieter oder sowas und kontrolliert das Ganze. Dann kommt ihr genau an dem Punkt, wo ihr hin wollt. Das braucht jetzt einen Augenblick. Wir sehen uns gleich wieder. Unser Schweinefilet hat jetzt 63 Grad Kerntemperatur erreicht. Das ist das, was ich erreichen wollte. Jetzt wandert das Ganze aber noch mal kurz auf die Sizzle-Zone. Dann darf das da noch ein bisschen Röstaroma ziehen. Geht auch von der Kerntemperatur noch ein Stück höher. Also werden sie bei 65, 66 Grad landen. Das ist vollkommen okay. Das wandert jetzt darüber. Da sehen wir uns aber wieder. So, dann wandert unser Filet einmal hier rüber. Und darf jetzt noch ein bisschen Röstaroma ziehen ringsrum. So, die erste Seite dürfte auch schon leicht Röstaromen bekommen haben. Schauen wir doch mal. Genau so soll das aussehen. Und das machen wir jetzt ringsrum. So, unser Schweinefilet hat ringsrum schön Röstaromen bekommen. Ihr seht das. So soll das aussehen. Und jetzt lassen wir es kurz ruhen und dann schneiden wir es an. So, unsere Lende ist jetzt fertig, hat noch einen Augenblick geruht. Jetzt müssen wir sie natürlich auch noch anschneiden und gucken, wie das Ganze von innen aussieht. Also kommt rum, machen wir nochmal zusammen. So, dann nehmen wir unsere Lende mal und machen mal den berühmten Mittelschnitt und gucken uns das einfach mal an. Und ihr dürft zuerst reinschauen. So soll das aussehen. Schön rosa. Der Spargel innen drin, der Bacon. Oh, ich sag euch, das wird gut. Jetzt müssen wir noch probieren. So, und ich muss sagen, das sieht richtig geil aus. Also, wenn es jetzt noch so schmeckt, wie es aussieht, ich schneide mir jetzt mal ein Scheibchen runter und opfer mich mal wieder nur für euch. Das sieht so geil aus, ich sag's euch. Jetzt hier so ein halbes Stück. Einmal für euch. Was soll ich sagen? Boah, das ist geil. Könnte ein bisschen mehr Parmesan vertragen, den schmeckt mir nur ganz leicht raus, aber ansonsten ist das Ding richtig geil. Richtig lecker, eine runde Geschichte, ohne Scheiß. Also, wer sowas mag, wer Spargel mag, unbedingt mal ausprobieren. Also, das da ist auf jeden Fall für das Nachmachen empfohlen. Oh, ist das geil. Moment, ich muss nochmal. So, jetzt ist die Scheibe ganz weg. Das musste jetzt weg, ohne Scheiß. Das ist sau lecker. Ich liebe grünen Spargel, ich liebe Schweinefilet und in der Kombi richtig geil. Also der Spargel mit dem Balsamico dabei, eine leichte Süße, eine leichte Sauernisskeit. So leicht sauer vom Balsamico, aber das kommt richtig geil. Also, sagt mal, wie ihr das fandet. Schreibt es unten in die Kommentare und wenn ihr es gut fandet, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr es noch nicht schon gemacht habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss, weil ich will das jetzt essen. Also, nachmachen. Und tschüss.